Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Spitzen-Anarcho-Humors, zum Neo-Magazin mit Jan Böhmermann. In den nun folgenden 30 Minuten halten Justizariat und Programmstrategen wieder einmal den Atem an, denn auch sie wissen nicht, womit Kultböhmi nach der originellen Haul-Hitler-Parodie der letzten Sendung wieder einmal seine Witzeflinte geladen hat. Vielleicht mit einer frischen Udo-Lindenberg-Parodie oder einer bissigen Segelohr-Verarsche von Prinz Charles, vielleicht kommt aber auch Jörg Knörr vorbei und imitiert Inge Meisel oder Willy Brandt. Ich bin ja schon so gespannt. Neo Magazin, Folge 22. Das Böhmermann-Prinzip. Zu Gast Hugo Egon Balder. Musik von Nils Frevert. Hier ist der Mann, der süchtig ist nach den strahlenden Gesichtern seiner Zuschauer, Jan Böhmermann. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Ach, hör doch auf. Danke. Herzlich willkommen zum Neo-Magazin. Am Donnerstagabend zu Gast heute Hugo Egon Balder und Live-Musik von Nils Frevert. Gleich in dieser Sendung. Hallo William. Hi, mein Freund. Grüß dich, mein Lieber. Herzlich willkommen zum Neo-Magazin am Donnerstag, den 13. November 2004. Ist jetzt gut, ist okay. Heute ein sehr ernster Tag im ZDF Neo, der große, was haben wir für einen Thementag? Ist Themenwoche Toleranz oder nein, es ist Thementag Sucht heute im ZDF Neo und natürlich beteiligen wir uns auch als Sendung mit sozialer Verantwortung. Der Hashtag diese Woche lautet bei uns Legalize Meth. Legalize Meth ist der Hashtag diese Woche, wenn ihr über diese Sendung reden wollt, wenn Sie über diese Sendung reden möchten und auch die Suchtproblematik ein kleines bisschen in den Köpfen der Menschen verankern wollen. Ach Mensch, ist es draußen? Ist draußen wirklich eisig kalt? Brrr. Noch kälter ist nur zu Hause bei den Ösils. Ich liebe ja diese Spaziergänge in Köln-Ehrenfeld, wenn das goldene Herbstlaub die ganzen Junkies bedeckt. Das ist wirklich... Ach, es ist wirklich Herbst. Es ist Herbst. Ist einer da, der eventuell Uli Hoeneß rechtzeitig Bescheid sagen kann? Einfach nur so informationshalber, damit er Bescheid weiß. Oh, niemand da. Uli Hoeneß im Knast. Es ist Herbst. Ist natürlich ein depressives Thema. Vielleicht ein schönes, vielleicht zur Aufheiterung. Revolverheld haben bei den MTV European Music Awards gewonnen als Best German Act. Können wir vielleicht einen kurzen Ausschnitt aus ihrer Performance sehen? Mensch, was für eine tolle Band. Revolverheld, finde ich richtig gut, du. Repräsentieren uns sehr gut in Europa. Jetzt ein etwas ernsteres Thema. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Türkische Medien melden, dass die ISIS-Kämpfer in Syrien jede Woche, ist kein Scherz, 4 bis 5 Lastwagen Red Bull importieren. Damit, nee. Wirklich wahr, jede Woche 4 bis 5 Lastwagen über die syrisch-türkische Grenze. Damit ist ISIS jetzt offiziell im Besitz von Chemiewaffen. Aber seit Red Bull nicht mehr so den Absatz hat, da sponsern die aber wirklich echt, also wirklich jedes Action-Event, ne? Also wirklich. Extremistensport. Eine Studie hat herausbekommen, Frauen können besser riechen als Männer. Frauen können besser riechen als Männer. Wenig überraschend und nur fair, denn schließlich können Männer auch besser stinken als Frauen. Frauen haben so gute Nasen, für mich stehen sie auf einer Stufe mit Hunden. Aber die Studie beweist natürlich auch, Frauen können besser riechen als Männer. Aber das ist halt dann eben alles jetzt gerecht verteilt. Dafür kriegen halt Männer mehr Gehalt als Frauen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, gehört die Bambi-Übertragung, die Bambi-Verleihung in diesem Jahr eigentlich schon zur Themenwoche Toleranz in der ARD? Ich weiß nicht, heute Abend auf jeden Fall die große Bambi-Verleihung, live im ersten deutschen Fernsehen. Mal was für die jungen Leute. U2 bekommt den Bambi für das meistverschenkte Album 2014. Und Jennifer Lawrence gewinnt in der Kategorie, keine Ahnung, bester Internetauftritt. Heute ist Suchttag. Es ist nicht nur Anlass zum Spaßen heute, es ist Suchttag und bitte beteiligen Sie sich auch rege an der wichtigen gesellschaftlichen Diskussion. Sucht, normal oder nicht normal, der Hashtag der Woche lautet Legalize Meth. Legalize Meth ist der Hashtag der Woche. Ich weiß nicht, ob Sie das in den Radiostationen in Ihrer Region in dieser Woche bzw. gestern, heute Morgen und wahrscheinlich auch morgen früh verfolgt haben. Die Raumsonde Rosetta, gesteuert in Darmstadt, ist gelandet auf, ja, und das ist genau das Problem. Es wurde wirklich jeder Scherz gemacht, hahaha, wird in die Annalen eingehen, könnte sehr, sehr eng werden, haha. Was haben wir gelacht, sehr witzig. Wir sind nicht ohne Grund die einzige Sendung bei ZDF Neo mit ein bisschen wissenschaftlichem Background, ein bisschen Ambition auch hier ein bisschen Bildung zu bringen. Denn viel interessanter als die billigen Untenrum-Gags über die Rosetta-Mission ist natürlich der wissenschaftliche Aspekt der ganzen Operation. Die European Space Agency ESA unterbricht das laufende Comedy-Programm für exklusive Live-Bilder der aus Darmstadt gesteuerten Raumsonde Rosetta vom Kometen Pup 14. Liebe Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren, der deutsche Journalismus ist in einer Krise. Man weiß nicht mehr so ganz genau, was ist wahr, was ist ausgedacht. Steckt hinter dem deutschen Journalismus einfach nur eine riesige Verschwörung der Homo-Mafia? Ist alles das, was wir lesen, wirklich wahr? Ist es nur ausgedacht? Wir haben uns gedacht, in diesen unsicheren Zeiten, gerade wo Journalisten nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, brauchen wir wieder Orientierung. Wir vom Neo-Magazin sehen uns als Vorreiter der Wahrheit und einer unserer treuesten Mitarbeiter hat sich eine neue Rubrik überlegt, um Ihnen einen kleinen Kompass an die Hand zu geben, damit Sie in Zukunft wissen, was wahr ist, was falsch ist, was ist Verschwörungstheorie und was ist wirklich wahr. Hier ist Florentin Ulfkotte mit seiner neuen Rubrik. Die Wahrheit hat viele Gesichter. Und manchmal trägt sie diese gelbe Sonnenbrille. Oft steckt der Schlüssel der Wahrheit von innen. Heute Abend sind wir für 17,98 Euro Ihr Schlüsseldienst der Erkenntnis. Seit dieser Woche kann man das neue Album von Xavier Naidoo bei Aldi Süd und Aldi Nord, dem Aldi Süd des Nordens, kaufen. Während zur gleichen Zeit Ebola mehr und mehr Opfer fordert. Wer ernsthaft glaubt, dass es sich dabei um einen Zufall handelt, glaubt auch, dass Deutschland ein souveräner Staat ist. Schauen wir uns Herrn Xavier Kurt Naidoo, falls das überhaupt sein richtiger Name ist, mal etwas genauer an. Ist nicht vielleicht er verantwortlich für den Ausbruch von Ebola? 2011 arbeitete er mit Krombacher für deren Klimaschutzprojekt zusammen. Schauen wir uns das Logo von Krombacher doch mal etwas genauer an. Was sehen wir? Eine riesige Spritze in den Wäldern und darunter Ströme aus Blut. Glaubt ihr wirklich, dass es sich dabei um Zufall handelt? Nein. Die haben uns am Latz. Was es mit diesen lachenden Tintenfischen auf sich hat, wissen wir. Oh, mein Abgang. Jetzt wird es ganz offensichtlich. Setzt man alle seine Songtexte hintereinander und liest nur jeden 11. und 9. Buchstaben, dann entsteht ein ganz eindeutiger Code. Ganz recht, ihr Bitches. Ich habe Ebola verursacht. Was sagt ihr jetzt? Doch wer sind die wahren Drahtzieher?
Krombacher Ebola ist ein Anagramm von Ohr, BBC und Kamera. Das führt uns zu der Person, die von einer Kamera der BBC gefilmt wurde. Michelle Obama. Ihr Florentin Ulfgotte. Florentin Ulfgotte, exklusiv fürs Neo-Magazin, der Wahrheit auf der Spur. Finde ich sehr interessant. Schön, dass einer mal endlich die Wahrheit ausspricht. Und vor allen Dingen das heute am 13. November 2014, Donnerstag, der 13. Heute ist der Weltnettigkeitstag und uns wurde so oft vorgeworfen, ihr seid immer so fies zu so vielen Leuten. Zu meinem allerliebsten YouTuber bist du so fies, das ist so gemein. Hör doch mal auf damit, sei doch mal nett zu Leuten, auch wenn du die Leute nicht so gerne magst, Jan. Okay, und heute am Weltnettigkeitstag sind wir das mal. Man kann nett sein zu Menschen, die man einfach nicht so gerne mag. Man muss sich nur ein kleines bisschen Mühe geben, man muss ein bisschen den Kopf mal anstrengen. Zum Beispiel, Wetten das. Wetten das. Früher hielten die Amerikaner uns Deutsche für Nazis. Doch weil du, Wetten das, so eine tolle, tolle Fernsehsendung bist, halten uns die Amerikaner jetzt für völlig durchgeknallte, humorlose Nazis. Oder Herbstschnupfen. Herbstschnupfen. Prima, dass du nicht Ebola bist. Helene Fischer. Helene. Seit ich Samstag morgens um 7 im Garten deine Musik höre, beschweren sich die Nachbarn nicht mehr über meinen Laubbläser. Kölner Karneval. Ohne dich wüsste ich nicht, wie es sich anfühlt, morgens auf dem Weg zur Arbeit vor meiner Haustür in Menschenscheiße zu treten. An der noch der dazugehörige Mensch selig schlummernd und als Biene Maya verkleidet dranhängt. K1. Du machst allen jungen Menschen Mut, die Rapper werden wollen, aber nicht rappen können. Und schenkst Frauen Hoffnung, wenn du ihnen sagst, solange ich dich geil finde, ist es nicht so schlimm, dass deine Vagina ein Penis ist. Man kann doch auch nett sein, ist doch nicht so schlecht, oder? Man muss einfach nur ein bisschen lieb sein. Übrigens, Hashtag der Woche. Hashtag der Woche, Legalize Meth. Und das ist die große Suchtsendung heute im Neo-Magazin. Wir haben am Ende dieser Sendung ein großes Suchtspezial vorbereitet. Außerdem tritt davor noch auf Nils Frevert. Nils Frevert gleich noch hier. Das ist seine aktuelle CD. Hören junge Leute noch CD? Könnt ihr auch in euren MP3-Player reindrücken. Paradies der gefälschten Dinge. Und ich glaube, wir haben einen kleinen Ausschnitt aus seinem aktuellen Video. Können wir vielleicht mal reinschauen? Ah, mir juckt's ein bisschen. Oh, Leute. Mir juckt's ein bisschen in den Kniekehlen. Das ist dieses Jucken, was ich immer bekomme, wenn sich eine Fernsehlegende ankündigt. Meine Damen und Herren, dieser Mann hat nicht nur das Fernsehen erfunden, er hat auch das Kupferkabel erfunden, was in den ersten Fernsehgeräten verbaut wurde. Ja, er war es, der den Drachen hielt, den Edison eines Abends in seine Glühbirne gesteckt hat und dabei den Wechselstrom erfand, bevor er ihn dann an Ford verkauft hat, der wiederum das Fließband der guten Laune entdeckt hat. Er ist quasi da gewesen, bevor der Urknall da war, und hat ihn aufgezeichnet und zu einer Fernsehshow verwurstet. Hier ist der einzigartige, unvergleichliche Hugo Egon Balder! Hugo Egon Balder. Schön, dass du oder sie, wie müssen wir? Ihr. Herr, Eure Majestät, so. Balder. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, in eurem Busy Schedule hierher zu kommen. Du hast eine Kneipe in Hamburg, ja, die du wirklich auch betreibst. Das stehst du wirklich am Tresen, dass du da noch die Zeit gefunden hast. Ich stehe nicht am Tresen. Nee? Nein. Du sitzt vorm Tresen? Ich sitze vorm Tresen. Ich sitze auf dem Tresen. Was macht das mit der Bilanz? Gar nichts. Das ist völlig wurscht. Nee, ich bin da oft, ich mache da Musik, aber ich stehe nicht hinterm Tresen.
Viele junge Leute werden jetzt verwundert das Sandmännchen aus den Augen reiben und sich fragen, wer ist dieser Mann? Ich habe ihn noch nie gesehen. Wir haben sehr viele Leute, auch teilweise unser Autor, Teenie-Autor Stefan, der mittlerweile kein Teenie-Autor mehr ist, sondern er ist 20 Jahre alt geworden. Dem mussten wir sehr, sehr lange und sehr oft deinen Wikipedia-Artikel vorlesen, damit er überhaupt verstanden hat, was du fürs deutsche Fernsehen geleistet hast. Und aus diesem Wikipedia-Artikel hat unser Teenie-Autor Stefan selber mit allen Buchstaben, die er kennt, alle 14, den Text für diese Matz geschrieben, die dir huldigt. Bitte. Ich will gar nicht wissen, wem Jan Erdbeere Böhmermann alles seinen Camel Toe zeigen musste, damit wir hier nach Frank Elstner und Gina-Lisa Lohfink die dritte große deutsche Fernsehlegende begrüßen dürfen. Hugo Egon Balder ist zu Gast. Am 22. März 1950 das Licht der Welt als, kein Witz, Egon Hugo Balder erblickend, tauschte er, ohne mit der Wimper zu zucken, zunächst seine Vornamen, später seine Ehefrauen. Aufgewachsen in Berlin-Schöneberg folgten musikalische Jahre, die, addiert man sie mit den 60ern, reichlich Drogen und abwischbaren Plastiksofas, die Band Birth Control ergeben. Hugo Ego Balder, ein Name, der mit dem deutschen Privatfernsehen so eng verschlungen ist wie Bernhard Hoeker und Zwergenwitze. Alles nichts oder Tutti Frutti, die Hitgiganten. Tutti Frutti, RTL Samstagnacht. Genial daneben. Ich will noch ein Bild von Tutti Frutti sehen. Danke, Balder. Du, Balder, der lebende Beweis dafür, dass tolles Aussehen und eine Frisur keine Voraussetzungen für Erfolg sind. Du bist ein Mann, der weiß, wie das Fernsehen funktioniert. Warum, frage ich mich also, bist du dann hier in der Digitalspartenabstellkammer namens ZDF Neo? Hugo Egon Balder. Ja, du hast alles kommen und gehen gesehen. Du bist quasi da gewesen, bevor das Fernsehen da war. Du hast einen Comedy-Ehrenpreis gewonnen für dein Lebenswerk. Du bist quasi eigentlich jetzt im Lebensbereich des Bonusmaterials angekommen. Ja, alles, was jetzt kommt, ist nur noch plus X. Ja, nur noch Dreck. Wie hat sich denn aus deiner Sicht das Fernsehen verändert? Also du hast mit Tutti Frutti den ersten großen Erfolg gehabt. Damals war das noch eine Rarität, nackte Möpse auf dem Fernsehen. Mittlerweile kann man im Internet sich angucken, wie Leute sich Gurken aus dem Arsch ziehen. Richtig. Das wollten wir damals auch machen, aber wir hatten keine Gurke. Die gab es erst, als die Mauer aufgegangen ist und die Ossis die Bananen gegen die Gurken getauscht haben. Richtig. Meinst du, hat sich das Fernsehen verändert? Nein, überhaupt nicht. Es gab damals schon so Sendungen wie die heute hier. Es gab damals auch schon Moderatoren wie dich. Die waren nett, eloquent, intelligent, brav, gut angezogen. Schleimer. Ach so, du meinst nicht jetzt. Nee, es hat sich schon verändert, aber es ist alles zu seiner Zeit. Ist alles gut so, wie es ist, finde ich. Wenn du heute eine geile Idee verkaufen würdest ins Fernsehen, meinst du, dass es schwerer wäre? Ja. Warum? Die wird keiner mehr nehmen. Warum denn nicht? Weil überhaupt keiner mehr eine geile Idee nimmt. Außer ZDF Neo. Ja, und die machen es dann halt einmal und dann sagen sie, ja, gute Sendung, aber wir haben vorher nicht gewusst, dass die Geld kostet. Und wir würden gerne das doch nicht machen. Richtig, ja. Oder, ich meine, die haben ja ZDF, ich find's ja geil, die haben ja ZDF Neo erfunden, um Sachen auszuprobieren. Ja. Und die probieren sie dann Jahrhunderte aus auf ZDF Neo. Ja, aber wir können uns nicht beklagen, denn wir gehen ja nächstes Jahr ins Hauptprogramm. Also ohne das Publikum, weil die hätten jetzt klatschen sollen. Das glaube ich. Das stimmt. Das ist richtig. Ich war gerade vor ein paar Tagen beim ZDF, das stimmt wirklich. Ich weiß auch schon, wann ihr lauft und welche Uhrzeit. Wie viel Uhr? 2.25 Uhr. Wirklich? Ja. Oh Gott. Und zwar in schwarz-weiß. Sicherheitshalber, um die Leute nicht zu verschrecken. Richtig. Also, was meinst du denn? Müssen wir uns darauf einstellen, verändert sich unser Publikum? Also haben wir dann demnächst da irgendwelche, ja, ich sag mal, Menschen, denen man den Witz ein bisschen öfter erklären muss? Sitzen? Ich glaube, es wird in Zukunft gar kein Publikum mehr geben. Das wird reingestanzt aus bestehenden Leuten, die irgendwo rumstehen. So reingestanzt und ja, kann man auch einen Knopf drücken, dann lachen die oder gehen oder kommen. Und so. Die größte Konkurrenz für uns ist ja eigentlich das Internet, weil im Internet, da gibt es noch viel krassere Sachen. Ich habe gehört, im Internet gibt es sogar Leute, die sich Gurken aus dem Arsch ziehen. Ja, habe ich auch gehört. Da können wir natürlich nicht mithalten. Nee, aber auch viele, gerade so viele Moderatoren, die so jetzt auf die 40 zum Beispiel zugehen oder auf die 45, die fragen sich, bin ich eigentlich noch richtig fürs Fernsehen? Ist das eigentlich noch mein Medium? Muss ich mich umschauen? Können wir eventuell im Internet was machen? Und wir haben uns überlegt, wo wir heute quasi eine echte Fernsehlegende haben. Könnten wir beide ja gemeinsam, also du als, ich will jetzt nicht
Also als Geist. Als nee, aber als Gottesvertreter im deutschen Fernsehen. Nein, anders als... Machen wir weiter. Also könntest du ja quasi als Emeritus des deutschen Fernsehens mir helfen bei dieser kleinen Aktion, die wir vorbereiten. Ich helfe bei allem. Und Gott sprach, das Fernsehen würde überflutet werden. Und er sprach weiter, dass es eine Flut des Contents aus dem Internet sein würde. Böhmermann, fuhr Gott fort, baue ein Boot und rette ein Moderationspaar jeder Art ins Internet. Baue die Arche Neo. Willkommen auf der Arche Neo im ZDF Neo mit Hugo Egon Balder. So, wir müssen jetzt Moderatorenpärchen bilden, Menschen, also Moderatoren, die wir retten wollen, rüber ins Internet, zu uns, wo wir stattfinden. Zum Beispiel in der Kategorie Infocomedy, also Information, aber die ist auch ein kleines bisschen lustig. Also ich sag mal beispielsweise, ja, Maischberger zum Beispiel. Da ist auch mal so, Maischberger ist ganz klar für mich Comedy-Info, Info-Comedy, also es ist Information, aber zwischendrin darf auch mal irgendwie Helmut Schmidt ein bisschen was in die Kamera röcheln. Und da brauchen wir jetzt für Sandra Maischberger jemanden, der dazu passt. Wo man dann, dann können die Kinder zeugen, dann hat man ganz viele... Ja, dann nehmen wir, pass auf, dann nehmen wir einen Jauch hier. Günther, ne? Jauch? Ja, ja. Nee, aber ist der nicht... Meinst du, der ist so klug? Der kann doch so viel mehr und ich auch, glaube ich, viel zu reich. Der würde gar nicht mit der in einem Boot fahren wollen. Der hätte eine eigene Arche aus purem Gold. Die beste Idee, ein Boot aus purem Gold. Aber, ja, aber komm, können wir mal versuchen. Also, wir können natürlich auch... Kerner zum Beispiel, der hat ja mal eine eigene Infosendung gehabt und ist obwohl, nee. Nein, pass auf, wir nehmen die von Sinn und warten, wie lange es dauert, bis die Maischberger lesbisch wird. Oder die von Sinn hetero, kann ja auch sein. Nee, das passiert nie. Meinst du nicht? Nein, nie im Leben. Warum? Nie im Leben. She's a muff lover. Yes. Auch nicht für mich? Nein, für dich schon gar nicht. Warum ist der eigentlich heller von Sinn? Warum hat die denn eigentlich Flügel? Wissen Sie da was, Herr Balder? Nein, die hat keine Flügel. Ich glaube, Günther, ja, eigentlich brauchen wir nicht. Komm, wir schmeißen über Bord. Tschüss, Günther. Ja, viel tschüss. Ja, kann er, so, das war's. Padump. So, jetzt aus dem Bereich Quiz. Oh! Quiz. Ganz wichtig, Quiz ist immer Fernsehen und Internet. Die Leute lieben Quiz im Internet. Fragen über mal, Fragen. Das muss aber nicht immer... Also, egal. Nee, wir, im Gegensatz zur ARD, sind bei uns, beim ZDF, auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften herzlich willkommen. Nicht wie bei denen da drüben im Toleranzsender ARD. Nicht was? Normal oder normal, ich glaube, ich spinne. Was hältst du denn von Pilawa, sag mal? Ja, sehr viel Pilawa. Persönlich... Ist beruflich ganz nett, privat glaube ich noch viel netter, habe ich gehört. Ich würde Pilawa nehmen. Ja, vielleicht zusammen mit Kerner, der ist ja erst beim ZDF der Quizman und dann können die untereinander so Catfight-mäßig. Na, die kennen sich doch aber schon lange, das ist doch langweilig. Die wissen ja auch gar nicht mehr, was miteinander reden. Ja, vielleicht Guido Kanz, um so ein bisschen Fun mit reinzubringen. Frauke Ludowig, ach nee, die macht ja kein Quiz, oder? Ja, Frauke Ludowig, hier haben wir sie. Das ist doch schön. Frauke Ludowig und Jörg Pilawa, oh Gott. Doch, das gefällt mir. So, dann jetzt der Bereich Pure Comedy. Pure Comedy. Also keine Information, einfach nur Gaga. Ja, Ralf ja Schmitz haben wir. Ralf Schmitz. Joko, guck mal, Joachim Winterscheid. Ja. Klaus ist auch hier. Ja, die würden auf so eine Arche, die ich steuere, würden die auch gar keinen Platz haben eigentlich. Ich würde die vielleicht mal ins Wasser einfach mal schmeißen und sagen, dass sie mal an Land schwimmen können. Ja, tu sie einfach weg. So. So, schade. Pass mal, also Ralf Schmitz würde ich schon mal würde ich nehmen, nicht? Der ist auch klein, der geht doch überall durch. Genau, den kann man ins Handgepäck tun. Genau. Vielleicht Eckhard von Hirschhausen, den finde ich super. Du meinst, damit ein Arzt an Bord ist? Oder? Ja, sicherheitshalber. Eckhard von Hirschhausen, von dem halte ich ja persönlich sehr viel. Finde ich ja persönlich Peter Klöppel auch sehr komisch. Haben wir den denn? Ja, der hängt hier. Nee, hier ist Klaus Kleber, aber wir müssen... Klaus Kleber, nee, der geht nur mit Gause, sonst geht's nicht. Also Kleber ohne Gause möchte ich nicht. Und wenn wir Klaus Kleber mitnehmen, müssen wir den anders stellen, weil sonst die Augen müssen immer ganz ein klein bisschen... Richtig, bisschen schräg. Ist ein bisschen schräg. So, dann müssen wir... Der fällt aber um. Das ist bei Klaus Kleber ist das so eine Sache, wenn die Augen schräg sind, muss man ein paar Bierdeckel und einen Fernseher tun, wenn sie demnächst... Wenn Sie sich wundern, was da los ist im Hauptprogramm. Das liegt nicht an Ihnen, das liegt an Klaus Kleber. Und Sie können das auch mit so einfach Bierdeckel. Pass auf, dann lass uns doch die Anke Engelke zu dem Ralf Schmitz tun, dann klappt das. Ja, meinst du? Ja. Ja, aber wenn die sich jetzt beispielsweise fortpflanzen sollen, da kommt der Ralf Schmitz kommt doch höchstens bis zu den Kniekehlen. Das kleine Standgebläse, kann man ruhig mal so sagen. Ja, das reicht das, doch. Ja? Ja. So, jetzt so ein bisschen Grand Seigneur, alte Showlegende. Wir haben hier Gottschalk zum Beispiel. Warte mal, die Engelke ist gerade umgefallen. Gottschalk, Elstner. Ja. Harald Schmidt. Ja. Wer ist denn noch hier?
Annemarie Warncross, für mich auch eine Fernsehlegende eigentlich, eine der ganz Großen. Wer ist das denn? Das ist Johannes B. Kerner, steht hinten drauf. Ja, ich weiß, achso, Kleber. Annemarie Warncross ist die heißt mittlerweile Annemarie Carpendale, weil sie, glaube ich, Howard Carpendale geheiratet hat. Aber ist wahnsinnig fett geworden, Annemarie Carpendale. Ja, der Carpendale? Nee, die Annemarie Carpendale. Ich habe die unglaublich zugenommen. Hat die zugenommen, ja? Oh, richtig schlimm. Die ist bald nicht mehr bei Tough, sondern bei Biggest Loser, echt. Ja, aber guck mal, Plasberg, Frank Plasberg hier. Ja, Plasberg ist gut. Plasberg als Fernsehlegende, zusammen mit Schrowanger, damit jemand weiß, wie man den Prompter bedient. Genau. Ja, die sind doch altersmäßig gleich, das ist okay. Und dann so ein paar Leute, die unten im Maschinenraum sitzen. Also die nicht gebraucht werden, aber die so ein bisschen am Rudern sind. Wo ist die Katzenberger? Ist die drauf hier? Ja, aber so Ulla Kock anbringt. Oder gibt es da persönliche Beziehungen zu Ulla Kock anbringt? Ich kenne die sehr lange, die Ulla. Die ist wirklich. Habt ihr mal was gehabt? Bitte? In den wilden 90ern? Ich verstehe nicht. Habt ihr mal was gehabt mit Ulla Kock? Hast du die Zunge, deine Zunge, deine alte? Ja. Deine. Ob ich die mal in die Kockenbrink gestellt habe? Ja, Range. Bin ich bescheuert? Oder ja, kann doch sein, das waren die 90er. Nein, habe ich nicht, um Gottes Willen. So, pass auf. Ola Kockenbrink zusammen mit Peter Klöppel. Linda de Mol, die wird auch immer schöner im Alter. Woran das liegt, frage ich mich. An ihrem Bruder. Was meinst du? Dass die vielleicht, die kommen in den Maschinenraum unten und der letzte, Uli Wickert vielleicht nochmal, damit immer ein bisschen Rotwein an Bord ist. Das ist gut. Ja, sehr gut. Dann hier vielleicht Olli Geissen, der so ein bisschen einfach für gute Stimmung sorgt, weil der kann jedes Thema gut verpacken. Alles. Och Mensch, Leberkrebs, ja, mach doch nichts. Und hier ist Nena. Och Mensch, ja, und wie geht's? Und sonst, och Mensch, das Auge ist rausgefallen. Ja, na gut. Und hier ist für Christeberg, der einfach so ein bisschen für Stimmung sorgt. Und der ganze andere Rest, Markus Lanz. Wer ist denn das da in der Ecke? Wer ist denn das da? Raab, nee. Aber Harald würde ich auch mitnehmen. Harald, ja, damit wir mit jemandem an Bord haben, der die Orgel spielen kann. Richtig, falls es eines Tages ein bisschen trauriger wird. Erwischt, ja. So. Der passt doch immer schön aufs Geld auf und so. Wirklich? Ja, ja. Ist der reich? Ich nehme an, ich weiß es nicht. Also bei mir hat er mal gesagt, er hat kein Geld, deswegen habe ich nur 400 Euro bekommen. Deswegen ist er so reich gegeben, weil er immer sagt, er hat kein Geld. Nee, komm, ich würde eh sagen, also alle anderen, Leute. Weg, ne? Land in Sicht. Oh, ich sehe, Land ist in Sicht. Du, weißt du, wer gleich kommt? Nee. Nils Frevert, super Musiker aus Hamburg. Mhm. Kannst du vielleicht mal einladen in eine Kneipe? Ja, gerne. Speisewagen heißt sein Song vom Album Paradies der gefälschten Dinge. Ist ab 17. November auf Tour, spielt es hier live und exklusiv, also richtig live im Neo-Magazin. Das war Hugo über den Ball. Dann nächste Woche Herbert Feuerstein. William Kohn wird hoffentlich auch wieder mit dabei sein, wenn die Gesundheit es zulässt. Nils Frevert, live jetzt im Neo-Magazin Speisewagen. Matz ab! Danke, Hugo. Vielen Dank. Es ist nicht mehr viel Zeit auf dem leeren Bahnsteig. Zug fährt mit lautem Bremsen ein und so viel noch zu sagen. Du bist erste Klasse, ich bin zweite. Tust du mich im Speisewagen, mich im Speisewagen. Manchmal hält das Gefühl einen Moment lang in mir, dass du so besonders bist, dass ich mit dir nicht mithalten kann. Du sagst, vielleicht sind wir doch zu verschieden, aber immer zugleich in derselben Richtung dreh ich mich um Kopf und Kragen. Du bist erste Klasse, ich bin zweite. Triffst du mich im Speisewagen, mich im Speisewagen. Manchmal hält das Gefühl einen Moment lang in mir an, dass du so besonders bist, dass ich mit dir nicht mithalten kann. So viel noch zu sagen. Du bist erste Klasse, ich bin zweite. Tust du mich im Speisewagen,
mich im Speisewagen. Manchmal hält das Gefühl einen Moment lang in mir an, dass du so besonders bist, dass ich mit dir nicht mithalten kann. Nils Wilbert, das aktuelle Album Paradies der gefälschten Dinge, ab 17. November in ganz Deutschland auf Tour. Nächste Woche Herbert Feuerstein im Neo Magazin. Bis nächste Woche, nicht vergessen, Legalize Meth. Tschüssi, Nils Wilbert. Ciao, vielen Dank. Jan Böhmermann, ey, ich hasse dich für deine Sendung. Ich hasse dich für dein Gesicht, deine GEZ-Fresse. Ich hasse deine Fix-Sendung. Ich hasse deine Mitarbeiter. Ich hasse deinen schlimmen Sender. Was machst du eigentlich hier? Soll das etwa lustig sein? Ich habe nicht ein einziges Mal gelacht. Du bist ein blasser, dünner Junge. Geh weg, ich will das Studio sehen. Der blasse, dünne Junge soll weggehen. Für immer. Damit ist ISIS jetzt offiziell im Besitz von Chemiewaffen. Aber seit Red Bull nicht mehr so den Absatz hat, da sponsern die aber wirklich echt, also wirklich, wirklich jedes Action-Event, ne? Also wirklich. Extremistensport, hm? Eine Studie hat herausbekommen, Frauen können besser riechen als Männer. Frauen können besser riechen als Männer. Wenig überraschend und nur fair, denn schließlich können Männer auch besser stinken als Frauen. Frauen haben so gute Nasen, für mich stehen sie auf einer Stufe mit Hunden. Aber ist, ich meine, andererseits, ich meine, also die Studie beweist natürlich auch, Frauen können besser riechen als Männer, aber das ist halt dann eben alles jetzt gerecht verteilt. Dafür kriegen halt Männer mehr Gehalt als Frauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, gehört die Bambi-Übertragung, die Bambi-Verleihung in diesem Jahr eigentlich schon zur Themenwoche Toleranz in der ARD? Ich weiß nicht, heute Abend auf jeden Fall die große Bambi-Verleihung, live im ersten deutschen Fernsehen. Mal was für die jungen Leute. U2 bekommt den Bambi für das meistverschenkte Album 2014. Und Jennifer Lawrence gewinnt in der Kategorie, keine Ahnung, bester Internetauftritt. Heute ist Suchttag. Es ist nicht nur Anlass zum Spaßen heute, es ist Suchttag und bitte beteiligen Sie sich auch rege an der wichtigen gesellschaftlichen Diskussion. Sucht, normal oder nicht normal, der Hashtag der Woche lautet Legalize Meth. Legalize Meth ist der Hashtag der Woche. Ich weiß nicht, ob Sie das in den Radiostationen in Ihrer Region in dieser Woche bzw. gestern, heute Morgen und wahrscheinlich auch morgen früh verfolgt haben. Die Raumsonde Rosetta, gesteuert in Darmstadt, ist gelandet auf, ja, und das ist genau das Problem. Es wurde wirklich jeder Scherz gemacht, hahaha, ha, ha, wird in die Annalen eingehen, könnte sehr, sehr eng werden, haha, ha, was haben wir gelacht, sehr witzig. Wir sind nicht ohne Grund die einzige Sendung bei ZDF Neo mit ein bisschen wissenschaftlichem Background, ein bisschen Ambition auch hier ein bisschen Bildung zu bringen. Denn viel interessanter als die billigen Untenrum-Gags über die Rosetta-Mission ist natürlich der wissenschaftliche Aspekt der ganzen Operation. Die European Space Agency ESA unterbricht das laufende Comedy-Programm für exklusive Live-Bilder der aus Darmstadt gesteuerten Raumsonde Rosetta vom Kometen Poop 14. Beautiful, just beautiful.
Eröffnung ein großes Suchtspezial vorbereitet. Außerdem tritt davor noch auf Nils Frevert. Nils Frevert gleich noch hier. Das ist seine aktuelle CD. Hören junge Leute noch CD? Könnt ihr auch in euren MP3-Player reindrücken. Paradies der gefälschten Dinge. Und ich glaube, wir haben einen kleinen Ausschnitt aus seinem aktuellen Video. Können wir vielleicht mal reinschauen? Oh, mir juckt's ein bisschen. Oh, Leute. Mir juckt's ein bisschen in den Kniekehlen. Das ist dieses Jucken, was ich immer bekomme, wenn sich eine Fernsehlegende ankündigt. Meine Damen und Herren, dieser Mann hat nicht nur das Fernsehen erfunden, er hat auch das Kupferkabel erfunden, was in den ersten Fernsehgeräten verbaut wurde. Ja, er war es, der den Drachen hielt, den Edison eines Abends in seine Glühbirne gesteckt hat und dabei den Wechselstrom erfand, bevor er ihn dann an Ford verkauft hat, der wiederum das Fließband der guten Laune entdeckt hat. Er ist quasi da gewesen, bevor der Urknall da war, und hat ihn aufgezeichnet und zu einer Fernsehshow verwurstet. Hier ist der einzigartige, unvergleichliche Hugo Egon Balder! Hugo Egon Balder, schön, dass du oder sie, wie müssen wir? Ihr. Herr, Eure Majestät, so. Balder, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, in eurem Busy Schedule hierher zu kommen. Du hast eine Kneipe in Hamburg, die du wirklich auch betreibst, das stehst du wirklich am Tresen, dass du da noch die Zeit gefunden hast. Ich stehe nicht am Tresen. Nee? Nein. Du sitzt vorm Tresen? Ich sitze vorm Tresen. Ich sitze auf dem Tresen. Was macht das mit der Bilanz? Gar nichts. Das ist völlig wurscht. Nee, ich bin da oft, ich mache da Musik, aber ich stehe nicht hinterm Tresen. Viele junge Leute werden jetzt verwundert das Sandmännchen aus den Augen reiben und sich fragen, wer ist dieser Mann? Ich habe ihn noch nie gesehen. Wir haben sehr viele Leute, auch teilweise unser Autor, Teenie-Autor Stefan, der mittlerweile kein Teenie-Autor mehr ist, sondern er ist 20 Jahre alt geworden. Dem mussten wir sehr, sehr lange und sehr oft deinen Wikipedia-Artikel vorlesen, damit er überhaupt verstanden hat, was du fürs deutsche Fernsehen geleistet hast. Und aus diesem Wikipedia-Artikel hat unser Teenie-Autor Stefan selber mit allen Buchstaben, die er kennt, alle 14, den Text für diese Matz geschrieben, die dir huldigt. Bitte. Ich will gar nicht wissen, wem Jan Erdbeere Böhmermann alles seinen Camel Toe zeigen musste, damit wir hier nach Frank Elstner und Gina-Lisa Lohfink die dritte große deutsche Fernsehlegende begrüßen dürfen. Hugo Egon Balder ist zu Gast. Am 22. März. Jetzt auf dem Tresen. Was macht das mit der Bilanz? Gar nichts. Das ist völlig wurscht. Nee, ich bin da oft, ich mache da Musik, aber ich stehe nicht hinterm Tresen. Viele junge Leute werden jetzt verwundert das Sandmännchen aus den Augen reiben und sich fragen, wer ist dieser Mann? Ich habe ihn noch nie gesehen. Wir haben sehr viele Leute, auch teilweise unser Autor, Teenie-Autor Stefan, der mittlerweile kein Teenie-Autor mehr ist, sondern er ist 20 Jahre alt geworden. Dem mussten wir sehr, sehr lange und sehr oft deinen Wikipedia-Artikel vorlesen, damit er überhaupt verstanden hat, was du fürs deutsche Fernsehen geleistet hast. Und aus diesem Wikipedia-Artikel hat unser Teenie-Autor Stefan selber mit allen Buchstaben, die er kennt, alle 14, den Text für diese Matz geschrieben, die dir huldigt. Bitte. Ich will gar nicht wissen, wem Jan Erdbeere Böhmermann alles seinen Camel Toe zeigen musste, damit wir hier nach Frank Elstner und Gina-Lisa Lohfink die dritte große deutsche Fernsehlegende begrüßen dürfen. Hugo Egon Balder ist zu Gast. Am 22. März 1950 das Licht der Welt als, kein Witz, Egon Hugo Balder erblickend, tauschte er, ohne mit der Wimper zu zucken, zunächst seine Vornamen, später seine Ehefrauen. Aufgewachsen in Berlin-Schöneberg folgten musikalische Jahre, die, addiert man sie mit den 60ern, reichlich Drogen und abwischbaren Plastiksofas, die Band Birth Control ergeben. Hugo Ego Balder, ein Name, der mit dem deutschen Privatfernsehen so eng verschlungen ist wie Bernhard Hoeker und Zwergenwitze. Alles nichts oder Tutti Frutti, die Hitgiganten. Tutti Frutti, RTL Samstagnacht. Genial daneben. Ich will noch ein Bild von Tutti Frutti sehen. Danke, Balder. Du, Balder, der lebende Beweis dafür, dass tolles Aussehen und eine Frisur keine Voraussetzungen für Erfolg sind.
Du bist ein Mann, der weiß, wie das Fernsehen funktioniert. Warum, frage ich mich also, bist du dann hier in der Digitalspartenabstellkammer namens ZDF Neo? Hugo Egon Balder. Ja, du hast alles kommen und gehen gesehen. Du bist quasi da gewesen, bevor das Fernsehen da war. Du hast einen Comedy-Ehrenpreis gewonnen für dein Lebenswerk. Du bist quasi eigentlich jetzt im Lebensbereich des Bonusmaterials angekommen. Ja, alles, was jetzt kommt, ist nur noch plus X. Ja, nur noch Dreck. Wie hat sich denn aus deiner Sicht das Fernsehen verändert? Also du hast mit Tutti Frutti den ersten großen Erfolg gehabt. Damals war das noch eine Rarität, nackte Möpse auf dem Fernsehen. Mittlerweile kann man im Internet sich angucken, wie Leute sich Gurken aus dem Arsch ziehen. Richtig. Was, das wollten wir damals auch machen, aber wir hatten keine Gurke. Die gab es erst, als die Mauer aufgegangen Richtig. Ist und die Ossis die Bananen gegen die Gurken getauscht haben. Richtig. Meinst du, hat sich das Fernsehen verändert? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Es gab... Ein Moment lang im Jahr, dass du so besonders bist, dass ich mit dir nicht mithalten kann. Du sagst, vielleicht sind wir doch zu verschieden, aber immer zugleich in derselben Richtung dreh ich mich um Kopf und Kragen. Du bist erste Klasse, ich bin zweite. Triffst du mich im Speisewagen? Mich im Speisewagen. Manchmal hält das Gefühl einen Moment lang in mir an, dass du so besonders bist, dass ich mit dir nicht mithalten kann. So viel noch zu sagen. Du bist erste Klasse, ich bin zweite. Triffst du mich im Speisewagen? Mich im Speisewagen. Manchmal hält das Gefühl einen Moment lang in mir an, dass du so besonders bist, dass ich mit dir nicht mithalten kann. Speisewagen, Nils Rebert, das aktuelle Album Paradies der gefälschten Dinge, ab 17. November in ganz Deutschland auf Tour. Nächste Woche Herbert Feuerstein im Neo Magazin. Bis nächste Woche, nicht vergessen, Legalize Meth. Tschüssi, Nils Rebert. Ciao, vielen Dank. Jan Böhmermann, ey, ich hasse dich für deine Sendung. Ich hasse dich für dein Gesicht. Meinst du, der ist so klug? Der kann doch so viel mehr und ich auch, glaube ich, viel zu reich. Der würde gar nicht mit der in einem Boot fahren wollen. Der hätte eine eigene Arche aus purem Gold. Die beste Idee, ein Boot aus purem Gold. Aber komm, können wir mal versuchen. Also, wir können natürlich auch... Kerner zum Beispiel, der hat ja mal eine eigene Infosendung gehabt und ist ja wohl... Nee. Nein, pass auf, wir nehmen die von Sinn und warten, wie lange es dauert, bis die Maischberger lesbisch wird. Oder die von Sinn hetero, kann ja auch sein. Nee, das passiert nie. Meinst du nicht? Nein, 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 nie im Leben. Warum? Nie im Leben. Aber she's a muff lover. Yes. Auch nicht für mich? Nein, für dich schon gar nicht. Warum ist er eigentlich heller von Sinn? Warum hat die denn eigentlich Flügel? Wissen Sie da was, Herr Balder? Nein, die hat keine Flügel. Ich glaube, Günther, ja, eigentlich Schwimmerin, brauchen wir nicht. Komm, wir schmeißen über Bord. Tschüss, Günther. Ja, viel tschüss. Ja, kann er, so, das war's. Padump. So, jetzt aus dem Bereich Quiz.
Oh, Quiz. Ganz wichtig, Quiz ist immer Fernsehen und Internet. Die Leute lieben Quiz im Internet. Fragen über Fragen. Das muss aber nicht immer... Also, egal. Nee, wir, im Gegensatz zur ARD, sind bei uns, beim ZDF, auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften herzlich willkommen. Nicht wie bei denen da drüben im Toleranzsender ARD. Nicht normal oder normal, ich glaube, ich spinne. Was hältst du denn von Pilawa, sag mal? Ja, sehr viel persönlich. Pilawa. Ist beruflich ganz nett, privat, glaube ich, noch viel netter. Habe ich gehört. Ich würde Pilawa nehmen. Ja, vielleicht zusammen mit Kerner, der ist ja erst beim ZDF der Quizman. Und dann können die untereinander so Catfight-mäßig. Na, die kennen sich doch aber schon lange, das ist doch langweilig. Die wissen ja auch gar nicht mehr, was miteinander reden. Ja, vielleicht Guido Kanz, um so ein bisschen Fun mit reinzubringen. Frauke Ludowig, ach nee, die macht ja kein Quiz, oder? Ja, Frauke Ludowig, hier haben wir sie. Das ist doch schön. Frauke Ludowig und Jörg Pilawa, oh Gott. Doch, das gefällt mir. So, dann jetzt der Bereich Pure Comedy. Pure Comedy. Also keine Information, einfach nur Gaga. Ja, zum Beispiel Ralf Schmitz haben wir. Joko, guck mal, Joachim Winterscheid. Ja. Klaus ist auch hier. Ja, die würden auf so eine Arche, die ich steuere, würden die auch gar keinen Platz haben eigentlich. Ich würde die vielleicht mal ins Wasser einfach mal schmeißen und sagen, dass sie mal an Land schwimmen können. Ja, tu sie einfach weg. So. So, schade. Pass mal, also Ralf Schmitz würde ich schon mal würde ich nehmen, nicht? Der ist auch klein, der geht doch überall durch. Genau, den kann man ins Handgepäck tun. Genau. Vielleicht Eckhard von Hirschhausen, den finde ich super. Du meinst damit einen Arzt an Bord ist, oder? Ja, sicherheitshalber. Eckhard von Hirschhausen, von dem halte ich ja persönlich sehr viel. Finde ich ja persönlich Peter Klöppel auch sehr komisch. Haben wir den denn? Ja, der hängt hier. Hier ist Klaus Kleber, aber wir müssen... Klaus Kleber, nee, der geht nur mit Gause, sonst geht's nicht. Also Kleber ohne Gause möchte ich nicht. Und wenn wir Klaus Kleber mitnehmen, müssen wir den anders stellen, weil sonst die Augen müssen immer ganz ein klein bisschen... Richtig, bisschen schräg. Ein bisschen schräg. So, dann müssen wir... Der fällt aber um. Das ist bei Klaus Kleber ist das so eine Sache, wenn die Augen schräg sind, muss man ein paar Bierdeckel und einen Fernseher tun. Wenn sich wundern, was da los ist im Hauptprogramm. Das liegt nicht an Ihnen, das liegt an Klaus Kleber. Und Sie können das auch mit so einfach Bierdeckel... Pass auf, dann lass uns doch die Anker Engel... Nee, ich bin da oft, ich mach da Musik, aber ich stehe nicht hinterm Tresen. Viele junge Leute werden jetzt verwundert das Sandmännchen aus den Augen reiben und sich fragen, wer ist dieser Mann? Ich habe ihn noch nie gesehen. Wir haben sehr viele Leute, auch teilweise unser Autor, Teenie-Autor Stefan, der mittlerweile kein Teenie-Autor mehr ist, sondern er ist 20 Jahre alt geworden. Dem mussten wir sehr, sehr lange und sehr oft deinen Wikipedia-Artikel vorlesen, damit er überhaupt verstanden hat, was du fürs deutsche Fernsehen geleistet hast. Und aus diesem Wikipedia-Artikel hat unser Teenie-Autor Stefan selber mit allen Buchstaben, die er kennt, alle 14, den Text für diese Matz geschrieben, die dir huldigt. Bitte. Ich will gar nicht wissen, wem Jan Erdbeere Böhmermann alles seinen Camel Toe zeigen musste, damit wir hier nach Frank Elstner und Gina-Lisa Lohfink die dritte große deutsche Fernsehlegende begrüßen dürfen. Hugo Egon Balder ist zu Gast. Am 22. März 1950 das Licht der Welt als, kein Witz, Egon Hugo Balder erblickend, tauschte er, ohne mit der Wimper zu zucken, zunächst seine Vornamen, später seine Ehefrauen. Aufgewachsen in Berlin-Schöneberg, folgten musikalische Jahre, die, addiert man sie mit den 60ern, reichlich Drogen und abwischbaren Plastiksofas, die Band Birth Control ergeben. Hugo Ego Balder, ein Name, der mit dem deutschen Privatfernsehen so eng verschlungen ist wie Bernhard Hoeker und Zwergenwitze. Alles nichts oder Tutti Frutti, die Hitgiganten. Tutti Frutti, RTL Samstagnacht. Genial daneben. Ich will noch ein Bild von Tutti Frutti sehen. Danke, Balder. Du, Balder, der lebende Beweis dafür, dass tolles Aussehen und eine Frisur keine Voraussetzungen für Erfolg sind. Du bist ein Mann, der weiß, wie das Fernsehen funktioniert. Warum, frage ich mich also, bist du dann hier in der Digitalspartenabstellkammer namens ZDF Neo? Hugo Egon Balder. Sehr schön. Sehr schön. Ja, du hast alles kommen und gehen gesehen. Du bist quasi da gewesen, bevor das Fernsehen da war. Du hast einen Comedy-Ehrenpreis gewonnen für dein Lebenswerk. Du bist quasi eigentlich jetzt im Lebensbereich des Bonusmaterials angekommen. Ja, alles, was jetzt kommt, ist nur noch
Plus X? Ja, nur noch Dreck. Wie hat sich denn aus deiner Sicht das Fernsehen verändert? Also du hast mit Tutti Frutti den ersten großen Erfolg gehabt. Damals war das noch eine Rarität, nackte Möpse auf dem Fernsehen. Mittlerweile kann man im Internet sich angucken, wie Leute sich Gurken aus dem Arsch ziehen. Richtig. Was das wollten wir damals auch machen, aber wir hatten keine Gurke. Die gab es erst, als die Mauer aufgegangen richtig. Ist und die Ossis die Bananen gegen die Gurken richtig. Getauscht haben. Richtig. Meinst du, hat sich das Fernsehen verändert? Nein, überhaupt nicht. Es gab damals schon so Sendungen wie die heute hier. Es gab damals auch schon Moderatoren wie dich. Oft steckt der Schlüssel der Wahrheit von innen. Heute Abend sind wir für 17,98 Euro Ihr Schlüsseldienst der Erkenntnis. Seit dieser Woche kann man das neue Album von Xavier Naidoo bei Aldi Süd und Aldi Nord, dem Aldi Süd des Nordens, kaufen. Während zur gleichen Zeit Ebola mehr und mehr Opfer fordert. Wer ernsthaft glaubt, dass es sich dabei um einen Zufall handelt, glaubt auch, dass Deutschland ein souveräner Staat ist. Schauen wir uns Herrn Xavier Kurt Naidoo, falls das überhaupt sein richtiger Name ist, mal etwas genauer an. Ist nicht vielleicht er verantwortlich für den Ausbruch von Ebola? 2011 arbeitete er mit Krombacher für deren Klimaschutzprojekt zusammen. Schauen wir uns das Logo von Krombacher doch mal etwas genauer an. Was sehen wir? Eine riesige Spritze in den Wäldern und darunter Ströme aus Blut. Glaubt ihr wirklich, dass es sich dabei um Zufall handelt? Nein. Die haben uns am Latz. Was es mit diesen lachenden Tintenfischen auf sich hat, wissen wir nicht. Oh, mein Abgang. Jetzt wird es ganz offensichtlich. Setzt man alle seine Songtexte hintereinander und liest nur jeden 11. und 9. Buchstaben, dann entsteht ein ganz eindeutiger Code. Ganz recht, ihr Bitches. Ich habe Ebola verursacht. Was sagt ihr jetzt? Doch wer sind die wahren Drahtzieher? Krombacher Ebola ist ein Anagramm von Ohr, BBC und Kamera. Das führt uns zu der Person, die von einer Kamera der BBC gefilmt wurde. Michelle Obama. Ihr Florentin Ulfgotte. Florentin Ulfgotte, exklusiv. Das Neo-Magazin, der Wahrheit auf der Spur. Finde ich sehr interessant. Schön, dass einer mal endlich die Wahrheit ausspricht. Und vor allen Dingen, dass heute am 13. November 2014, Donnerstag, der 13., heute ist der Weltnettigkeitstag. Und uns wurde so oft vorgeworfen, ihr seid immer so fies zu so vielen Leuten. Zu meinem allerliebsten YouTuber bist du so fies, es ist so gemein. Hör doch mal auf damit, sei doch mal nett zu Leuten, auch wenn du die Leute nicht so gerne magst, Jan. Okay, und heute am Weltnettigkeitstag.